Digga, hast du 3013 für mich, ja? Ja. Hamburg Bild steht zwischen A1 und A24 im Osten der Hansestadt. S3, offenes Beifahrerfenster und da liegen Gegenstände im PKW. Ja, einmal bitte überprüfen. Ja, mach mal bitte. Ja. Großeinsatz zum Schichtstart, eine Messerstecherei. Nicole Ebert und Sönke Tissler sind heute ein Team auf dem Streifenwagen 42.1. Wer meldet das denn? Ein Postzusteller, habe ich angenommen, das Gespräch. Sie bahnen sich den Weg durch den Hamburger Berufsverkehr. Eigentlich müssten die Autofahrer eine Rettungsgasse bilden, nach rechts und links ausweichen. Doch Fehlanzeige. So geht wertvolle Zeit verloren. Die Kollegen sind schon vor Ort. Die Lage ist noch völlig unklar. Mit vorgehaltener Waffe halten die Polizisten einen Verdächtigen in Schach. Er soll einen anderen Autofahrer angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Ein alltäglicher Fall in Billstedt. Das Tatmesser ist verschwunden. Der Anlass des Streits, Kampf um die Vorfahrt. Einer der Beteiligten fühlte sich provoziert. An der Ampel dann der Showdown. Plötzlich fuchtelte einer mit dem Messer herum. Dadurch, dass es hieß, dass ein Messer im Spiel sein soll und man nicht so genau weiß, inwieweit die Information stimmt, gehen wir erstmal davon aus, dass ein Messer tatsächlich im Spiel ist. Und dieses Messer kann natürlich auch gegen uns gerichtet werden, wenn wir hier eintreffen. Insofern besteht immer erstmal die Gefahr, dass wir auch verletzt werden können. Oder aussteigen und ihm das Kennzeichen mit auf den Sitz. Ja. Und ja. In dem Moment ist nicht er einsteigen. Alles am Tatort muss genau dokumentiert werden. Das ist notwendig, wenn es schließlich vor Gericht geht. Der Beifahrer hat die ganze Zeit nur aus dem Fenster raus. Er hat sich ja richtig rübergelehrt. Also er hat eigentlich gar nichts gemacht. Mhm. Gerade wenn die Lage so unübersichtlich ist und sich vor Ort alle gegenseitig beschuldigen. Ja. Es ist relativ häufig, dass Messer irgendwie schnell verfügbar sind und jeder irgendwie ein Messer dabei hat. Und wenn das dann eskaliert, dass natürlich auch schnell gezogen und gezeigt wird. Und da müssen wir natürlich immer aufpassen, dass wir zügig, aber auch mit einer gewissen Vorsicht an diese Person halt irgendwie rangehen. Und das hat eigentlich gut geklappt, weil die Kollegen ziemlich schnell vor Ort waren. Das Messer haben wir nachher aufgefunden, das war im Handschuhfach schon wieder versucht worden zu verstecken, aber das haben wir dann auch noch gefunden. Wie wichtig ist denn, dass man da vielleicht auch ein bisschen mit Augenmaß vorgeht? Also in erster Linie hat Priorität, dass wir nachher irgendwie wieder heil nach Hause kommen. Das heißt, wir gehen so vor, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Die beiden Kollegen, die zuerst da waren, haben sich entsprechend nach Lehrbuch aufgestellt und positioniert und unter Vorhalt auch der Dienstwaffe sogar dafür gesorgt, dass der nicht auf das Messer zugreift und eventuell uns noch angreift. Die Dienstmütze ist in Hamburg Pflicht. Wer sie vergisst, bekommt Ärger mit dem Vorgesetzten. Eine Ruhestörung in einem Wohnblock. Mieter haben die Polizei gerufen, weil in einer Wohnung seit Stunden ein Wecker dröhnt. Bevor der Schlüsseldienst anrücken muss, versucht sich Polizeikommissarin Nicole Ebert selbst als Einbrecherin. Der Trick mit der Scheckkarte, in diesem Fall vergeblich. Nebenan wohnt noch einer. Ist es der Vater oder so? Im Nachbarhaus haben die Polizisten einen Mann mit gleichem Namen ausfindig gemacht. Vielleicht ein Verwandter mit einem Wohnungsschlüssel. Wie sich herausstellt, ist es sogar der Mieter selbst. Der 80-jährige Heinz Adolf Porath will bald ins Nachbarhaus umziehen wegen des Aufzuges und hat in der neuen Wohnung den Wecker angelassen. Das war's.
schon, Mensch. Wir wollen den gar nicht. Mal gucken, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich aber mal gucken. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Also, einfach jetzt wieder abfahren. Das ist die große Terrasse. In Hamburg explodieren seit Jahren die Mietpreise. In Billstedt geht es. 700 Euro für 70 Quadratmeter, inklusive zwei Terrassen. Vorbehalte darf man aber nicht haben. Klasse, gefällt mir. Ja. Viele unterschätzen ja den Stadtteil, aber allein die kleinen Parks, die es rundherum gibt. Und es ist kein Schickimicki-Stadtteil, wo so komische Leute wohnen, die alle was Besseres sein wollen, ne? Sondern ganz normale Leute wohnen hier. Mhm. Ja. Das macht jetzt einen richtig netten Eindruck, oder? Ja, das war mal so ein klassischer Einsatz, wo man mal wirklich Hilfe leisten konnte. Es kommt ja selten vor, eigentlich rennt man den Verbrechen immer so ein bisschen hinterher. Und hier konnte man wirklich mal einen älteren Herrn helfen und der war auch echt froh, dass wir da Abhilfe schaffen konnten, ohne großen Aufwand. Billstedt ist kein normaler Hamburger Stadtteil. Mehr als die Hälfte der Menschen hat einen Migrationshintergrund. 150 Nationen sind hier zu Hause. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Mehr als ein Viertel der Menschen bekommt staatliche Unterstützung. Einsatz im Supermarkt. Ein Ladendetektiv hat zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Ich wollte diese hier bezahlen. Und, ja. Ich wollte die Warnung bezahlen. Nein, diese Karte ist nicht meine. Haben Sie Geld dabei? Nicht meine. Genau, das war es. Das steht hier an die Neumann drauf. Ja, das ist nicht meine. Oft klauen Menschen aus Not, erzählt Nicole Ebert. Die Familien haben Hunger, sind aber zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Dieser Fall scheint anders gelagert zu sein. Wo ist denn Andis zu Hause? Das darf man nicht. Ich weiß. Ja, Diebstahl ist verboten. Das ist Straftat, wo Sie eine Anzeige schreiben. Was ist das da? Brauchen Sie nichts zu sagen, können Sie aber gerne. Ja? Meine Frage an Sie, sehen Sie das ähnlich oder war das ein Versehen? Ja, okay. Ist das alles, was Sie an Geld haben? Was? Nein. Das war kein Versehen. Sie haben es geklaut. Achso, nicht bezahlt. Nee, ich wollte meine Kollegin. Ein Fall wie viele. Die Einzelhändler kennen das und sorgen vor. Der Kollege von der Kribo hat gesagt, wir würden Sie nochmal laufen lassen. Okay. Na, es war schon 423,93 Euro. Mhm. Ja. Ich schick mal. Wenn Sie das Ganze sammeln. Dann ist das auch irgendwann mal der Fall, dass man sie deswegen einsperrt. Ne? Ja. Ja. Gepaart mit dem ganzen anderen, was da noch offen ist. Ne? Freundliche Routine. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Ansprache auch dieses Mal nicht fruchtet. Langeweile kommt hier nie auf. Zwischen Dienstbeginn und Nachtphase gibt es höchstens mal die Ruhe vor dem Sturm, wenn in Shisha-Bars und zu Hause der Alkoholpegel steigt. Und das Aggressionspotenzial vieler Menschen zunimmt. Das muss nach vorne, oder? Dadurch, dass wir das abarbeiten, was anfällt und das absolut nicht vorhersehbar ist, gehört auch mal ein Spieldienst dazu, wo phasenweise ein bisschen weniger zu tun ist. Das heißt ja nicht, dass das bis zum Ende so bleiben muss. Das kann ja durchaus in den nächsten zwei Stunden sich noch wieder komplett wandeln. Aber diese Ruhephasen, sag ich mal, gehören absolut dazu. Wobei wir dann natürlich nicht die Ruhephasen ausnutzen, um an der Wache zu sitzen und nichts zu tun, sondern dann werden die oftmals ausgenutzt, um einfach Streife zu fahren, sich irgendwo zu zeigen, irgendwo präsent zu sein, was ja auch irgendwie zu dem Job dazugehört und einfach ansprechbar zu sein für diejenigen, die vielleicht auch jetzt gerade in dem Moment irgendwie eine Hilfe ersuchen haben oder so. A1 Richtung Süden, Billstedt auffahren und dann zwischen Billstedt und Moorfleet haben wir einen Liegenbleiber. Sonderrechten, 19:06. Ja, verstanden. In ihrer Dienstzeit absolvieren die Polizisten unzählige Alarmfahrten, also Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn. Ein Risiko ist immer dabei, weil andere Autofahrer auch irrational reagieren können. Auf der A1 ist eine junge Frau verunglückt. Sie kauert an der Leitplanke. Ein Arzt, der Zeuge des Unfalls war, kümmert sich. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Fahrerin prallte mit ihrem Kleinwagen offenbar ohne ersichtlichen Grund erst gegen die linke Leitplanke, schleuderte zurück und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei diesem Verkehr hatte sie Riesenglück. Jetzt warten wir zum einen auf einen Rettungswagen, weil der Dame geht es jetzt nicht mehr so gut. Ihr ist schwindelig und ihr sind die Beine weggeklappt. Das muss jetzt einmal ärztlich begutachtet werden. Und dann müssen
müssen wir zusehen, dass wir die Autos hier von der Autobahn runterbekommen. Das ist schon nicht ganz ohne. Ich meine, die Autofahrer, die reduzieren ja überhaupt nicht ihre Geschwindigkeit. Nein, das Leben hier auf der Autobahn ist relativ gefährlich. Also man muss schon aufpassen und darf sich nicht darauf verlassen, dass die Verkehrsteilnehmer mitdenken oder auf uns Rücksicht nehmen. Die Mutter ist zur Unfallstelle gekommen und bringt ihre Tochter nach Hause. Um den Rest kümmert sich die Feuerwehr. Eigentlich haben Nicole Ebert und Sönke Tissler jetzt Feierabend, aber die Einsätze des Tages müssen noch abgearbeitet werden und das heißt Berichte schreiben. Viele schimpfen ja in ihrem Job so über zu viel Bürokratie oder immer mehr Bürokratie. Ist das bei euch auch ein Thema? Ja, natürlich. Also wir sind sehr viel damit beschäftigt, das niederzuschreiben, was wir draußen erlebt haben, was teilweise mehr Zeit in Anspruch nimmt als die eigentlichen Einsätze an sich. Und es wird tatsächlich immer mehr. Von den meisten Fällen hören sie nie wieder etwas. Manchmal steht eine Zeugenaussage vor Gericht an. Eine echte Herausforderung, wenn der Fall schon Monate zurückliegt. Also wenn ich nach Hause gehe und mein Postfach leer ist, dann kann ich ganz entspannt irgendwie auf dem Sofa sitzen und muss nicht mehr dran denken, was ich eigentlich am nächsten Tag noch alles zu erledigen habe. Das ist ein sehr großer Vorteil, finde ich, den wir so als uniformierte Polizei hier haben. Bedingt manchmal, dass man einfach länger arbeiten muss, weil das noch geschrieben werden muss, obwohl schon Feierabend ist. Aber das nimmt man in Kauf, das ist so. Aber es beruhigt ungemein, wenn man dann nach Hause fährt und einfach sagen kann, die Arbeit ist getan. Ich fahre nächsten Tag wieder hin und gucke mal, was kommt. Der nächste Tag bricht an. Nicole Ebert und Sönke Tissler haben einen Tag frei, bis die Nachtschicht ansteht. Wie jeden Freitag ist in der Fußgängerzone Markt. Der wichtigste Arbeitstag für Thomas Schimmelfennig. Er ist der sogenannte bürgernahe Beamte in Billstedt und mit seiner Art und mehr als 40 Jahren Berufserfahrung eine kleine Legende im Ortsteil. Es war nur eine gebührenfreie Verwarnung. Die sollen sich da nicht wieder hin. Ja, das ja, haben wir auch nicht mehr gemacht. Er hat kein Ticket geschrieben. Wir sind sofort weggegangen von dem Platz. Gut. Vielen Dank. Schönen Tag. Kontakte pflegen, mit den Anwohnern schnacken, Konflikte ansprechen, das ist sein Job. Was pustet, hatte ich schon gehört. Ja. Ja, jetzt musst du dich ganz korrekt ausdrücken hier. Heute kommt ein Einsatz dazu. Die katholische Schule hat gemeldet, dass sich auf dem Schulgelände ein fremder Mann herumtreibe. Und er hatte heute auch die Mütze auf? Auch die Mütze auf, ja. Und was hat er noch an? Er hat so eine schwarze Jacke an, ja. Ja. Und eine Jeanshose, auch gut. Eine schwarze Jeanshose. Wenn er wieder da ist, mich sofort anrufen, weil okay. Wir wollen ja wissen, wer es ist. Ne? Okay. Gestern und auch mittlerweile heute hat sich eine unbekannte Person hier auf dem Schulgelände aufgehalten. Südländer, eine Strickmütze auf, so typisch wie aus Südamerika. Peru-Mütze und ist auch in Klassenräumen, im Lehrerzimmer und in der Sporthalle angetroffen worden. Und das soll natürlich nicht sein. Seinen Rundgang nutzt Thomas Schimmelfennig, um sich umzuhören. Vor Billstedt war der Hamburger Kiez sein Revier. Diese Erfahrung hilft. Die Menschen hier haben Respekt und vertrauen ihm, jedenfalls die meisten. Das Besondere, er hat eine Wollmütze auch für die Südamerikaner, weil sie mit dem Lappen an der Seite für unsere Musikspieler. Wenn du den siehst, mich anrufen. Ja, ich hoffe, das ist der. Ne? Ja, du musst mich ja nur anrufen. Du musst ihn nicht festhalten, festnehmen. Nein, ich mach nichts. Aber ruf mich an. Das ist wichtig in meinem Bereich, dass sie gut vernetzt sind. Das heißt, sie müssen überall Leute haben, mit denen sie ein kleines oder gewisses persönliches Verhältnis haben, die ihnen Informationen geben, die ihnen Informationen liefern und die sie auch notfalls unterstützen, wie wir das jetzt vorhin schon gemacht haben, dass wir an gewissen Punkten Bescheid sagen, dass ich jetzt jemand suche. Und wenn der jetzt noch heute auftaucht, werde ich das auch erfahren. Bei den Kollegen werden die Bühner B, wie die bürgernahen Beamten auch genannt werden, oft ein wenig belächelt. Fall zu Hause.
Da kommen Sie. Das Klischee, sich nett unterhalten, hier und da mal blicken lassen, einen eher ruhigen Job machen. Thomas Schimmelpfennig versteht seine Aufgabe anders. Eine Karte? Nein, ein Foto von ihm. Nein. Eine Karte von ihm, also jetzt habe ich den Telefon. Ja, gut, dann ist gut. So wie heute, als er den Verdächtigen vom Schulhof sucht. Wir haben ja gar keine Kapazitäten, solche Aufgaben wahrzunehmen. Also das kann nur ich machen und das, darin sehe ich auch eine meiner Aufgaben. Pause auf dem Wochenmarkt bei Ingrid Knappert. Ich würde gerne einen Kaffee haben mit Milch und ein Stück Zucker. Reden Sie ein bisschen deutlicher, sonst verstehe ich das nicht. Der kleine Imbiss gehört genauso zum Billstädter Wochenmarkt wie Thomas Schimmelpfennig. Bitte schön. Ja, ist alles soweit okay. Ich muss ja sagen, er ist manchmal ein bisschen nett. Ja. Nicht oft, aber manchmal. Ja, doch, das ist er. Und wenn man ihm sagt, Herr Schimmelpfennig, gehen Sie mal dahin, und dann steht er uns auch immer schön bei, ne? noch macht er das. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Nach mehr als 40 Jahren Polizeidienst geht Thomas Schimmelpfennig in Pension. Was werden Sie denn vermissen so an dem Beruf? Mich! Die Menschen. Mich! Die Menschen, unter anderem Frau Knappert. Sie ist ja eins der letzten Originale dieses Marktes. Und trotzdem, wohnen möchte Thomas Schimmelpfennig hier nicht. Mittags dann der nächste Pflichttermin, das Freitagsgebet in der Ibrahim-Khalil-Moschee. Wir haben hier mit der Moschee die größte afghanische Gemeinde in Nordeuropa. Bei den Afghanen stellt sich das anders dar als bei vielen anderen Nationen, auch im islamischen Glaubens. Hier ist der Glauben deutlich stärker ausgeprägt, noch in den Familien, auch in den Familienstrukturen. Sein offizieller Auftrag? Verkehrsüberwachung. Parkplätze sind eher Mangelware, doch die jungen Afghanen nutzen den Termin zum Cruisen mit ihren prestigeträchtigen Limousinen und legen damit den übrigen Verkehr lahm. Inoffiziell schaut Thomas Schimmelpfennig auch, wer hier betet. Kommt der Nächste. Es ist die Moschee, in der auch die Attentäter vom 11. September verkehrt haben und in der heute Verfassungsschutz bekannte Salafisten ein- und ausgehen. Er kennt sie. Die Grenze zwischen Multikulti und gefährlichen Parallelgesellschaften in Billstedt ist fließend. Man hat das auch häufig so, dass Brüder oder Väter sagen, also mit meiner Tochter reden nicht Sie, sondern Sie müssen mit mir reden. Oder mit meiner Schwester können Sie nicht reden, Sie müssen mit mir reden. Da muss man die Leute erst darauf hinweisen, wo wir sind. Und dass das hier nun mal ein bisschen anders ist, klappt dann aber auch. Da sind die Kollegen auch erfahren genug, das, ich sag mal, auf die Situation bedingt durchzusetzen oder sich dementsprechend einzustellen. Als er schon gar nicht mehr damit rechnet, kommt ein Anruf von der katholischen Schule. Was ist jetzt? Jetzt ist der Mann da, den wir suchen in der Nähe der Schule. Die bleiben dran und wir müssen da schnell hin. Schnell heißt bei Thomas Schimmelpfennig auch schnell, selbst wenn er keinen Streifenwagen zur Hand hat. Der Schulleiter führt ihn zu dem Verdächtigen, der noch immer vor dem Schulgelände kauert. Die Personenbeschreibung passt genau. Vor allem die peruanische Mütze hat ihn entlarvt. Thomas Schimmelpfennig stellt ihn zur Rede, die rechte Hand griffbereit an der Dienstwaffe. Angeblich ist der Mann als Kind hier zur Schule gegangen. Nur hat ihn weder der Hausmeister erkannt, noch kann er gezielte Fragen, warum er sich dort aufgehalten hat, schlüssig beantworten. Sagen immer alle, ich hab nichts dabei. Wie sich später herausstellt, war das Misstrauen berechtigt. Der Mann ist schon mehrfach in Schulen eingedrungen, ist deswegen vorbestraft. Aber ich sag mal, Aufgabe der Polizei ist es ja, so lernt man das auf der Polizeischule, auch präventiv tätig zu werden. Das heißt, bevor die Tat stattfindet, schon was zu unternehmen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Stadtteilpolizisten, ich sag mal, sowas zu erkennen und da auch bei diesen Kleinigkeiten
das ist ja eine polizeiliche Kleinigkeit, zu helfen und das, wenn es geht, auch abzuarbeiten, ohne dass die Kavallerie ausrücken muss. Die Kavallerie muss am Abend wieder ran. Schichtübergabe im PK 42 mit Team Sönke Tissler und Nicole Ebert. Was ist in den vergangenen Stunden vorgefallen? Was muss die nächste Schicht im Auge behalten? Ein Freitag kann viel los sein, kann aber auch weniger los sein als auf einem Montag. Also wir lassen uns jedes Mal aufs Neue überraschen und haben keine Ahnung, was uns erwartet. Der Schichtdienst der Polizisten ist hart. Früh-, Mittel- und Spätschicht im Wechsel. Nur alle paar Wochen haben sie ein ganzes Wochenende frei. Dafür sehe man die Familie auch einmal, wenn andere tagsüber arbeiten müssen. Was schön sei, erzählt Sönke Tissler. Ein kleiner Ausgleich dafür, dass auch der Freundeskreis durch die unregelmäßigen Arbeitszeiten beschränkt ist oder oft aus Kollegen besteht. Als erstes müssen sie zu einem Tatort. In einem Straßenzug wurden gleich mehrere Wohnungen aufgebrochen. Das ist ja auch selten gehabt, dass sie jetzt so schnell ihre Tatorte legen. Die Täter gingen mit roher Gewalt vor und ohne Angst entdeckt zu werden. Oder sie kannten die Nachbarschaft gut. Am frühen Abend haben sie die massive Thermopinscheibe mit einem Stein eingeworfen. Haben Sie schon mit Nachbarn gesprochen, zufällig? Nee, ich habe gleich die Polizei. Okay, alles klar, dann machen wir das gleich. Also ich hatte hier schon mal ein Einbruch, das ist aber 13 Jahre, glaube ich, her. Und da haben die wesentlich mehr durchwühlt und da wurde auch, glaube ich, was auch dann entwendet. Und da, das war schon halt... Jetzt ist es auch ätzend, weil die Scheibe zerstört ist und ich nicht einfach dann wenigstens zumachen kann. Das ist ein bisschen doof. Ich müsste Nicole auch mal mit den Handschuhen. Einbruchsopfer sind oft traumatisiert und fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr wohl. Die Bildstädter scheinen da abgebrühter zu sein. Geklaut wurde offenbar auch nichts. Weder die Autogrammsammlung noch die hochwertige Unterhaltungselektronik interessiert Diebe heutzutage. Das Einzige, was zählt, sind Bargeld und Schmuck. Also Sie können ja aufräumen, ein bisschen schick machen. Mhm. Jetzt geht das so lassen. Okay. Okay. Dann nehmen wir noch den anderen Schlüssel ab. Ne? So, aufstehen alleine. Lassen Sie mich in Ruhe. Das kann ich ja nicht. Mittlerweile ist es nach Mitternacht. Am Wochenende oft die Zeit für Familienstreitigkeiten. Eine Frau hat gegenüber ihrem Ex-Freund gedroht, sich umzubringen. Nein. Oh Gott. Ey. Kommen Sie doch einfach mit. Das ist doch Quatsch. Ich habe Ihnen das doch tausendmal erklärt. Will Ihnen auch helfen? Brauchen Sie nicht mit mir so umzugehen. Doch. Weil sie ihre Selbstmordabsichten vor den Polizisten wiederholt, müssen Nicole Ebert und Sönke Tissler die betrunkene Frau mitnehmen, in Handschellen. Nee, sollen Sie mich nicht anfassen? Habe ich gesagt. Nicht jeder möchte, dass ihm geholfen wird. Doch hier haben die Beamten keine Wahl. Ausstieg in einer speziell abgeriegelten Garage ohne Fluchtmöglichkeit. Dieser Weg ist für alle gleich. Ob Suizidkandidat oder Schwerkrimineller. Das ist eine Frage, für welche Sinn, ne? Ob sie die noch nehmen muss. Aber ich kann mir vorstellen, ich kriege keine Antwort. Inventur der Habseligkeiten, vor allem Spirituosen. Was passiert jetzt mit der Frau? Ja, die Frau bleibt jetzt erstmal hier, da sie ja, geäußert hat, sie möchte sich erhängen. Das kann man natürlich nicht zulassen. Und dann müssen wir mal gucken, ob der Amtsarzt daran Interesse hat. Hier ist natürlich das Problem, dass sie deutlich alkoholisiert ist. Also sie möchte zwar nicht pusten, aber aufgrund ihres Gangs und ihrer Aussprache ist davon auszugehen. Und dem, was wir hier eben gesehen haben, dass sie sehr viel Alkohol zu sich genommen hat. Und dann muss man mal sehen, wie wir weiterverfahren. Ob es reicht, sie auszunüchtern, in Anführungsstrichen, und ob sie denn ihre Absichten nicht mehr hat oder ob die über den Alkoholgenuss hinausgehen. Nee, ihre Schuhe bekommen wir erstmal nicht wieder. Okay. Die kommen jetzt einmal in den einen Raum. Sie bekommen alle Sachen wieder. Diese Nacht wird die Frau in der Ausnüchterungszelle verbringen, wo sie zur Sicherheit ständig beobachtet wird.
geradeaus. Da vorne ist eine Reise. Eigentlich ist bald Feierabend, doch die Beamten erreicht ein Notruf. Feuer in einem Wohnhaus, es sollen noch Menschen eingeschlossen sein. 4 Uhr in der Früh, biologisch käme jetzt der tote Punkt, doch dafür ist keine Zeit. Die Feuerwehr ist auch alarmiert. Die spannende Frage, wer ist zuerst an der Einsatzstelle? Denn fürs Feuerlöschen sind die Polizeibeamten nicht ausgerüstet. Von der zuständigen Feuerwache ist nur die Drehleiter vor Ort. Dichter Qualm schon auf der Straße. Schön langsam. Ja, sie düsen, ne? Im Sauseschritt düsen wir. Im letzten Moment können Nicole Eberts und Sönke Tissler eine geistig behinderte Person aus dem völlig verqualmten Haus retten. Wo ist weniger Rauch? Wir gehen darüber. Da ist weniger Rauch. Oh. Man muss überlegen, ne, ob man tatsächlich reingeht, wenn es so verraucht ist. Es ist natürlich sehr gefährlich, weil auch wir keine Luft bekommen. Nur weil wir eine Uniform tragen, bedeutet das nicht, dass wir beim Rauch atmen können. Aber wir versuchen natürlich, die Menschen da rauszuholen, wenn noch welche drin sein sollten. Wobei gerade bei Feuer die Feuerwehr uns wirklich rät, wirklich nicht in das Haus zu gehen. Da gibt es dann den sogenannten Flashback, wenn das dann Sauerstoff dem Feuer zugeführt wird, dass es dann mal richtig durchzündet. Insofern sollen wir eigentlich nicht reingehen. Aber nicht helfen geht auch nicht. Erst jetzt trifft das erste Löschfahrzeug ein. Von dem Streifenwagen sitzen ist besser als stehen, oder? Sie können im Auto nicht rein. Ja, wollen wir einmal dahin gehen? Wollen Sie sich wieder festhalten? Mittlerweile brennt es in dem Gebäude lichterloh. Jetzt ist die Feuerwehr am Zug. Den Polizisten bleibt zuzuschauen und auf die Fakten zu warten für den Bericht. Ja, das ist vielleicht irgendwie. Solange du nicht weißt, was da drinnen los ist, macht es auch nicht so ein bisschen den Bericht. Feuerwehr und Polizei haben eine lange Nacht vor sich. Aber auch die Nachbarn richten sich ein. Es gibt ja schließlich etwas zu sehen. Das wahre Leben, spannender als jeder Actionfilm. Für Nicole Ebert und Sönke Tissler ihr fast normaler Alltag als Polizeibeamte in Hamburg-Billstedt. Also es war so bunt gemischt, sag ich mal. Vom einen etwas und im Augenblick ein bisschen mehr vom Feuer. Also normale Nacht, würde ich sagen, war das mit Sicherheit nicht, sondern es war schon von dem, was wir so hatten, schon ein bisschen höherwertig. Ja. Mit etwas Glück werden sie von der nächsten Schicht abgelöst. Denn als Erster an der Einsatzstelle zu sein, bedeutet sie als Letzter zu verlassen. Die Ausfahrt ist blockiert. Los geht es erst, wenn auch die Feuerwehr mit ihrer Arbeit fertig ist.